Wir stehen jetzt als Vertreter von der Arbeitsgruppe von der ÖGO bezüglich der Reputation von unserem Fachgebiet der Radiologie da. Wir stehen in der Vertretung von mehreren Leuten, die in ganz Österreich verteilt sind und ein bisschen eben darüber sprechen, was macht es Sinn, unser Fach besser zu verbreiten, weil wir eben Mangelfach sind. Wir haben ein sehr tolles Fach. Wir sind sehr breitspektrig, was die Onkologie betrifft. Und das ist eines der Benefits und der Vordergründe, wieso überhaupt Strahlentherapie es Sinn macht, Strahlentherapie zu machen. Von kurativ bis palliativ, über Palliative Care, über Chemotherapiekonzepte. Es hat sehr, sehr viele Vorteile und die wollte man eben irgendwo festhalten. Die AG Nachwuchs der ÖGO hat sich folgende Ziele gesetzt, die Nachwuchsarbeit für die Radioonkologie nachhaltig für die Jahrzehnte aufzustellen, das Image und die Reputation der Radioonkologie nach innen und nach außen zu festigen, eine gemeinsame Plattform zum Austausch der Abteilungen über diese Themen zu schaffen und gemeinsame Werte und ein Berufsbild zu definieren. Der Gruppe angeschlossen, weil ich es extrem wichtig finde, dass man so eine Farbstrahlentherapie, das sich halt die letzten Jahre so dynamisch entwickelt hat, dass wir dazu unbedingt eine Unterstützung der neuen Kolleginnen und Kollegen benötigen, die bisheriges Wissen lernen, aber auch neue Technologien weiter anwenden werden und auch weiterentwickeln werden. Angehende Radioonkologinnen und Onkologen sollten in die AG kommen, wenn sie Interesse daran haben, dass unser Fach auch nachhaltig für die nächsten Jahre und Jahrzehnte aufgestellt ist. Es macht Spaß, in der AG mitzuarbeiten. Man erhält viele Anregungen, man kann viel lernen, man kann viel weitergeben. Sie können, wenn Sie dabei sind, gestalterisch tätig sein für die Zukunft, für die Radioonkologie. Sie können eigene Ideen einbringen und andere Ideen mitnehmen, in den eigenen Institutionen umsetzen und sie werden so zum Botschafter für die Radioonkologie, für andere, insbesondere für die jüngeren Generationen. Und jetzt wollen wir eben sagen, bitte alle mitmachen und für unser Fach da sein, dass wir die Strahlentherapie, die so einen großen Benefit für unsere Patienten hat und wir alle da drin gerne arbeiten, dass alle mitmachen, dass es viele Menschen gibt, die das fachnah aus.